This is Marilyn Manson and UZ in the Heaven Lovers channel. Take a look at it. Heute rede ich über Cosplay und vor allem Nähen. Das ist meine Kunst. Extra Thema Nähen. Also mein Jesus Cosplay habe ich komplett selbst genäht. Und das sind eigentlich zwei Stoffe, auch wenn man das nicht so sieht. Das war ein Vorhang. Das brachte ich sich mit Pailletten drauf. Und dann ein ganz normaler Stoff habe ich im Textilmüller gekauft. In einem Hauswagengeschäft mit Vorhängen und Tischtüchern gekauft, wo man auch abmessen konnte. Die haben sogar noch gefragt, wofür brauchen sie es? Es war ganz untypisch für mich, ist, dass ich das komplett gemacht habe und auch noch handgenäht. Ich zeig das mal irgendwo ganz nah, vielleicht sieht man das. Das ist alles komplett in handgenäht. Das war ein neues Gebiet für mich. Ich habe die Dinge bleiben haben. Und ich stelle natürlich mehrere Menschen da, und zwar Menschen aus. Vielleicht hört man das im Hintergrund. Ich kenne keine Mails. Da gibt es auch ein paar Videos dazu. Hermaphrodit. Wieder mal das Thema. Ich habe leider keine Kontaktlinie mehr. Da habe ich mir gedacht, wenn man das sowieso im Hintergrund sieht, lasse ich das mal so laufen. Das war eben ein Stoff, den habe ich geschenkt bekommen. Aus echt Leder oder Tierfell stehe ich nicht. Und da habe ich mir gedacht, dann nehme ich mal die Reste dafür. Weil das meiste habe ich für ein Polster verwendet. Das war der Polsterüberzug. Da habe ich übrigens ganz große Knöpfe genäht, damit ich die wieder in diese ganzen Busche drin finde. Und natürlich auch große Knopflöcher. Habe sie auch vernäht. So zum Sitzen beim PC oder so. Die Schnittmuster waren ganz untypisch. Ich habe einfach meinen Lieblingsteil genommen oder das, was mir am besten sitzt. Da ist ein buntes T-Shirt, aber da ging es um den Kragen. Das T-Shirt hat einen Kragen. Da habe ich eben den Kragen rausgezeichnet, so gut es ging. Das ist aber ärmellos, das war Ärmel. Also Leggings zum Beispiel, weil meine Lieblingsleggings sind am besten gesessen. Dabei muss man bedenken, dass jeder Stoff mehr oder eben weniger den weiß. Außerdem gibt es in der einen Richtung normalerweise eher weniger und in der anderen mehr. Und dann muss man eben der Breite nachdehnbar machen. Das ist wahrscheinlich besser. Das ist richtig dehnbar in der Breite. Das ist bei jedem Stoff diese Richtung und ich weiß nicht, wie die heißt. Ich auch aus einem Video. Vielleicht hänge ich dazu. Ich habe auch ungefähr ein halbes Jahr eine Nähschule besucht. Die Lehrerin hat mich gemobbt, ja. Das war so ein typischer Christ. Ich war als einziger mit einem Gothic-Outfit eben und Rock und hatte so einen Pappkoffer, wo drauf stand Are you need this fucking God? Das war von Christian Death. Das ist nämlich eine Band und das habe ich eben drauf geschrieben. Und irgendwann mochte sie mich nicht, obwohl ich sehr fleißig war und eben gut nähen konnte. Und dann habe ich halt eben freiwillig die Schule verlassen, war mir zu blöd. So habe ich mir gedacht, ich will mir selbst beweisen, dass ich was zusammenkriege. Und habe das zusammengenäht, das ganze Kostüm. Alles mit der Hand, ohne Nähmaschine. Also am Anfang habe ich eine verwendet, aber ja, das war vielleicht 1 cm oder so 5 cm. Dann ist sie verreckt, das war so eine komische Billig-Plastikmaschine. Da habe ich eben von den Lieblingsteilen einfach draufgelegt und einigermaßen nachgezeichnet. Man kann es auch gleich drauflegen und wenn es sehr gut sitzt, komplett nachzeichnen. Es macht nichts, wenn da was übrig bleibt. Überall, wo man was zusammennäht, bei Außenrändern, bleibt sowieso 1 cm übrig. Also ist das okay, wenn man das so macht. Also, wenn man das jetzt sieht. Ja, das war eben die Jacke. Und von der Jacke, da hatte ich auch eine Jacke, der ich das nachgenäht habe. Und die ist komplett lang, das gibt es irgendwie urselten. Und wenn ich das finde, dann ist das teuer. Nee, geht fast bis zum Boden. Wie ist mir eingefallen, das zu machen? Ich habe mir gedacht, ich bin Manson-Fan, also muss ich das machen. Und habe ich gedacht, etwas Auffallendes. Schwarz ist typisch, also ein Beat auch, das kommt da irgendwo vor, von einem Fan gefunden und habe mir gedacht, das mache ich nach. Wenn ihr das schafft, schaffe ich das doch auch.
beim Hantelband machen habe ich ganz einfach übrigens Hacken genommen. Das ist unsichtbar. Ja. Da sind die außen. Und eben die für innen. Ich versuche so viel wie möglich aufzuzählen, was ich so selbst gemacht habe. Das ist aber natürlich schwierig. Und am Anfang habe ich mir ein Armband gestickt, also Stoffstreifen. Und ich habe das Ich drauf gestickt, das ist eine Band, eine deutsche. Für mich und für meinen damaligen Freund. Und eine Stickerei ab und zu versucht, aber selten. Habe ich erst wieder vor ungefähr einem Jahr versucht. Auf meinem Rucksack ist das jetzt meistens meine Homepage. http://innevanova.wix.com/kunst. Stofftiere und Puppen habe ich ziemlich oft gemacht. Eine meiner ersten war sogar ein Fuchs mit Filz und ausgestopft mit Watte damals noch. Er konnte sich sogar ein bisschen bewegen, konnte ihn hinsetzen oder hinstellen. War aber so ähnlich wie ein Steiftier, ist ziemlich hart. Schlüsselanhänger, so kleine, so 10 cm Puppen. Oder sogar auch mal so blaue Aliens mit Draht drin, die man bewegen könnte als Anhänger. Dann eben die Digimon, die ich neulich gezeigt habe. Und die Musik spinnt. Ich habe mal eine Hose seit kurzem enger genäht, weil sie einfach da zwar gepasst hat bei der Taille, aber da einfach zu weit war. Einfach drumherum enger genäht. Jetzt habe ich sie einfach irgendwas drauf genäht oder drauf gemalt. Da hätte ich ein gutes Beispiel. Habe ich eben noch. Viele Sachen habe ich gar nicht mehr. Ich habe einfach Zipverschlüsse zum Beispiel von anderen Hose runtergenommen und drumherum genäht. Einfach. Kann man zwar aufmachen, aber ich erinnere mich auch daran. So Bänder. Die Bänder waren von meinem Rucksack, wo man die Schleifen festhält. Und da sind einfach ganz normale Schlüsselringe. Und die Nähten habe ich mal aus einem Gürtel entnommen, der ziemlich schnell kaputt war. Das war so Kunstleder, aber ziemlich hart und so billig, dass es mir kaputt ist. Habe ich da angenäht. Das war auf einem anderen Gürtel drauf. Die zwei Ketten sind eigentlich Schlüsselketten. Die habe ich hinten verbunden. Habe ich noch auf meinem Outfit. Oder ich habe einmal so ein Geschenk bekommen, mit so einem roten Geschenksband. Und habe es in meinem Hemd so drumherum genäht, ganz grob mit weißem Garn auf beiden Seiten. Das sah schon recht militant aus. Neulich hatte ich ja ein Hemd an, das habe ich auch drauf genäht und zusammengenäht und dann drauf genäht. Da habe ich da so eine Art Schulmädchen-Uniform. Das ist jetzt gar nicht bauchfrei. Und der Rock, aber zu kurz, den hatte ich einmal an mit Legging oder Strumpfhose, ich dann zu kurz. Witzigerweise war das sogar ein Kinderkostüm. Den habe ich aus einer Mühle geschnitten und darauf geschnitten. Ich bräuchte trotzdem ungefähr 5 cm oder so. Ich finde ihn einfach zu kurz. Und das Hemd 3, das geht, weil ich kann runter was tragen. Warte mal. Und es sind oft Kleinigkeiten, die ich annähe oder dazu näher. Wenn es mir was zu weit, mache ich es halt so ein bisschen kleiner. Weil ich versuche was dran zu nehmen, wenn ich Stoff ist. Schon ein Zweller. Ja, ich hatte eine Jacke und eine Hose, wo ich sogar einen Gürtel dran genäht habe an die Hose und an die Jacke. Eigentlich zwei Gürtel damit und das vorher bemalt habe. Das war Requiem-Stil. Das gibt's auch auf meiner Homepage zu sehen. Da hatte ich ein Fuchshook-Cosplay. Das ist eigentlich nur ein Schweif, den man sich umbindet durch ein Gummi. Den habe ich doppelt genommen, das war irgendwie zu schwach. Und ich habe natürlich Ohren dazu. Habe ich mit Acryl angemalt da oben und hier natürlich die Spitze. Ist auch da unten weiß. Und das Lustige war, das war eigentlich da unten auf dem T-Shirt. Untere Saumen. Da war es drauf genäht. Sie waren auch auf meiner Homepage. Und ich habe das halt abgeschnitten. Ich habe mir gedacht, ich will das verwenden und das ist auch Kunstleder. Komisch, ich habe den T-Shirt und eine Kunstlederjacke bei einer Demo gegen Tierpelz und Tiertötung überhaupt. Da haben die blöd geschaut. Dabei hatte ich ein Schild, wo drauf steht. Lieber Kunst oder künstlich als echt, habe ich drauf gehabt. Die haben trotzdem blöd geschaut, können die nicht lesen oder was? Oh, und Füchse gefallen mir sowieso. Deswegen habe ich mir gedacht, ich will das nicht machen. Ja, da wäre noch Draht drin, aber das ist irgendwo abgebrochen, die müsste ich wieder rausgeben. Der macht den Stoff kaputt. Und sonst ist es ausgestopft mit Reststoffen, sogar keine Watte. Einfach klein schneiden und reinstopfen. Das ist hängen geblieben. Ja. Was soll das? Ah ja,
einmal hatte ich eine Hose ohne Taschen. So, da haben Taschen gefehlt und da habe ich was reingenäht. Und da habe ich was drauf gestickt, aber da der Stoff dünn war, war schnell kaputt. Das hätte auch abziehen sein müssen. Und dann habe ich noch Laguna Blue Cosplay gemacht, aber davon habe ich nur noch den Pulli und den kurze weiße Legging. Alles andere habe ich schon entfernt. Ja, und die Perücke, aber die habe ich die Tränchen auch schon rausgegeben. Eigentlich sie nur so. Mir hat die Person gefallen und gegen Schwimmen habe ich auch nichts. Ich fand sie recht wohl und ich mag ja Lebenstiere und Umwelt im Sinne von direkt das Meer nicht. Meine Vorbilder? Eigentlich habe ich in der Kunstszene so kaum Vorbilder, ehrlich gesagt. Auch schon damals habe ich mich bei ihr in einer Kunstschule beworben, wo ich irgendwelche komischen Künstler vertauscht habe und deswegen wahrscheinlich nicht genommen wurde. Meine Schwester hat sich da auch beworben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das für eine Schule war. Vorbilder hatte ich ja später und sowas wie die Naoko Takuchi von Sailor Moon. Werden die nur blöd schauen wahrscheinlich. Und dann habe ich versucht, ihren Künstler zu nennen. Das Blöde war, ich hatte keine Ahnung von dem. Ja, sollte man sich halt informieren, aber ehrlich gesagt hätte ich sagen sollen, auf die Frage hin, wer habe ich eigentlich kaum, das sind eher so unbekannte Leute. Sailor Moon war damals so, es hat mich motiviert, noch mehr zu zeichnen. Es war ziemlich einfach, aber es hat mir Spaß gemacht, das nachzuzeichnen. Und etwas später war es dann Hayagiga. Dieses Düstere gefällt mir nicht, das Perverse, sondern dieses Düstere, abgefuckte, kaputte, hellermäßige, perfektmäßige. Wenn ich mich nicht irre, hat das biomechanisch genannt. Also beim Nähen habe ich vor allem eigentlich nur eine Künstlerin. Die kennt eh jeder, Coco Chanel, ist eigentlich eine Marke. Ich habe eine Biografie von ihr gesehen als Film, ein bisschen bei Wikipedia nachgelesen. Und im Grunde übereinstimmt das. Sie wollte eigenständig werden und hat auch eigenes Konto gehabt. Das wollte ihr Mann damals nicht oder ihr Freund. Im Film war sie nie wirklich verheiratet, aber eigentlich war sie mindestens einmal oder später dann zweimal verheiratet. Sie hat darauf bestanden, dass man mit der Hand näht. Das war nicht cool. Oder sie hat scheinbar die Klamotten quasi angenäht. Ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, dass die so lange da gestanden sind, vielleicht grob genäht, die haben es ausgezogen und sie hat es noch für eine Nacht genäht, so kann ich es mir vorstellen. Oder die Lehrlinge mussten scheinbar mit der Hand nähen, ohne Nähmaschine. Damals gab es schon Nähmaschinen, aber sie wollte das für nichts und das finde ich cool. Und dass sie sich als Frau so bewiesen hat und sie hat schon eine Schwester gehabt, aber die wurden irgendwie getrennt, auch durch die Ehe von der Schwester. Sie hat dann ihren Sohn reichen Schnösel geheiratet. Sie waren beide Waisenkinder und haben sich dann ein bisschen aus den Augen verloren scheinbar. Ja, und dass sie weitergekämpft hat und ihr Ding durchgezogen hat. An ihre Überzeugung geglaubt hat. So gehört das und so will ich das und so macht ihr das. In dem Film, im französischen Film, und eine französische Schauspielerin. Ich glaube, das war die gleiche Schauspielerin wie aus Die fantastische Welt der Amelie. Falls ihr es erkennt. Song ist sie auf den Namen gekommen, der heißt eigentlich ganz anders, weiß ich jetzt eigentlich auch nicht. Ja, im Großen und Ganzen war das eigentlich alles. Ja, ich kann noch was zu meinen Klamotten zeigen, oder? Ich habe erstens mal so eine coole Schlangenhose, die bis daher geht, bis über zweite, dritte Rippe. Die macht den Bauch enger. Und dann auch noch zwei Bandagen. Nur bei der Apotheke, oder ich habe da so in einem Billigladen ein oder so Bandagen, aber ich brauche zwei, weil die einfach zu schmal sind. Und schnell kaputt werden sollen. Ich leih dann halt schnell aus. Außerdem, diese Haken drauf bringen nichts. Ich habe Sicherheitsnadel verwendet. Ja, bei der Perücke ist eigentlich eine Mittelscheitperücke gewesen. Habe ich zugeschnitten. Und hinten sind schwarze Strähnen. Die habe ich drauf geklippt. Ja, da habe ich extra eine Strähne gekauft, die super lang war. Schwarze Stellen, die ich zugeschnitten habe, die waren eigentlich so lang. Und die Rücke war auch ein bisschen länger, die habe ich auch zugeschnitten. Das da, ja, das war eigentlich so ein Deko. Jetzt hier auch für Klamotten habe ich mein Ding da draus genommen. Eigentlich hatte ich das Kostüm nur einmal an und die Schuhe habe ich nicht mehr genau. Die Schuhe sind weg, die sind kaputt gegangen. Wenn ich noch einmal tragen, sind sie kaputt gegangen. Waren zwar cool, so coole Plateauschuhe. Das Kostüm, aber die haben mal Risse bekommen und unter den Rissen war der Stoff weiß. Da habe ich es mit Lack und Acryl versucht zu reparieren, aber es hat nicht mehr so geglänzt und es ist aufgefallen. Also habe ich mir gedacht, wenn ich sie nochmal trage, reißen sie nochmal auf und dann sieht man sowieso noch mehr. Dann habe ich sie gleich weggeschmissen.
Und deswegen habe ich das Kostüm ja nur einmal getragen. Ich habe noch fast vergessen zu erwähnen. Sieht man auch auf meiner Unterschrift. Das da unten. Das heißt Toraga und war auf einem T-Shirt oben. Auf dem T-Shirt war hinten eine Marke. So habe ich auf den Stoff gestickt und habe es dann drüber genäht. Das T-Shirt ist dann alt geworden, aber die Schrift nicht. Und deswegen habe ich es mir wieder genommen. Dann habe ich auch eine Stickerei auf der Hose gehabt. Auf der einen Seite war das und auf der anderen Seite war das. Das ist von Requiem. Und Toraga ist eine von meinen Wesen. Requiem der Vampirritter ist. Und doch ein Vorbild sein ist ein französischer Zeichner. So, das unter der Brücke war eigentlich keine Haarhaube oder so. Hamid, es war eine Badehaube. Und die Perücke hat 20 Euro gekostet. Die Strähnchen ungefähr 10, ich weiß nicht genau. Der rote Stoff hat 18 Euro gekostet und der dünnere Vorhangstoff mit den Pailletten drauf hat gekostet 15 Euro ungefähr. Ich hoffe, ich spreche hier auch ein paar an vom Nähen oder von Romanzen. Ich weiß, dass ich kein Experte bin fürs Nähen, aber danke fürs Zusehen. Viel Spaß. Nähen und nachmachen würde ich jetzt nicht sagen. Also ich bin ja kein Experte, aber ja, wenn Sie es schafft, dann würde ich es doch auch schaffen. Arigato. Sayonara. Hört man das?